aus 49, da sind sie aktiv mit 12 Monaten. A8995, was bei der IBAN-Nummer. Hallo, Servus und Grüß Gott. Heute mal wieder ein Anruf zur Gewinnspielteilnahme. Es geht wieder mal angeblich um Lottoland und heute mal wieder ein besonderes dummes Exemplar von Anrufer. Ich werde jetzt auf Wunsch von einigen, die die Videos anschauen, das Video nicht nur einfach laufen lassen mit der Tonspur, sondern werde zwischendrin mal wieder unterbrechen und werde sagen, wo hier der Betrug stattfindet und was die genau machen. Weil einige haben eben gesagt gehabt, ja, erklär doch, wo hier genau der Betrug stattfindet, weil unsere Eltern, die werden angerufen, die kapieren das sonst nicht. Mache ich also dieses Mal ein Video wieder mit Erklärungen. Jetzt fangen wir erstmal an. Viel Spaß. Welches Gewinnspiel? 6 aus 49, da sind sie aktiv mit 12 Monaten. A8995, was bei der IBAN-Nummer DE39 anfängt und mit der 59 enden tut. Ah, sind Sie sich bewusst überhaupt davon? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Haben Sie keine Anrufe bekommen oder Post bekommen? Na, gar nichts. Gar nichts, da weiß ich gar nichts davon. No, gar nichts. Eine Sekunde, ich schau mal, was gerade. Ob ich. Ja, ich werde noch die Möglichkeit. Gut, also hier das übliche Spiel. Der Anruf beginnt und es wird gesagt, dass man bereits bei einem Gewinnspiel mitmacht. Und man hat irgendwie vergessen, angeblich, dass man kündigt. Und weil man nicht gekündigt hat, läuft jetzt 12 Monate. Jetzt ist aber dieser nette Herr am Telefon und bietet uns an, aus diesen 12 Monaten herauszukommen mit diesem Telefongespräch und das Ganze zu verkürzen. Früher waren es 3 Monate. Bei neueren Methoden, auch heute, erzählen Sie einem, es geht dann um eine 4-wöchige Kündigungsfrist und das ist gesetzlich geregelt. Das Verfahren ist noch nicht raus, aber kommende Montag ist es rechtskräftig, das Verfahren mit 12 Monaten A9895, was bei der Sparkasse Essen beantragt wird. So, wir hätten heute noch die Möglichkeit, also was heißt heute, bis Freitag noch die Möglichkeit, das Ganze mit dem Paragraphen 312 Absatz 3 auf die Mindestlaufzeit zu stufen und dann zu löschen. Die Mindestlaufzeit ist normalerweise weltweit 6 oder 3 Monate. So, vorhin hat er also jetzt gerade gesagt gehabt, ab Montag wird das Ganze dann rechtskräftig. Also rechtskräftig hört sich schon mal ganz schlimm an. Und dann kommt er natürlich gleich mit dem Paragraphen 312. Er meint wahrscheinlich BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Und dann schauen wir mal, was in dem 312er drinnen steht. Ja, im 312er geht es um Verbraucherverträge, es geht um Zahlungen. Wenn man allerdings jetzt anschaut, dass er hier sagt, Absatz 3 wäre hier auf Verträge über soziale Dienstleistungen wie Kinderbetreuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Langzeitpflege, die von den Vorschriften bla 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 folgende anzuwenden. Also das kann nicht sein. Er meint wahrscheinlich Punkt 3 und da steht Verbraucherbauverträge nach § 650i Absatz 1. Also selbst wenn man das nimmt, dann käme man jetzt beim BGB 650i Verbraucherbauvertrag heraus. Wir wollen nicht bauen, es geht hier um einen Telefonvertrag. Also der lügt wie gedruckt. Und sie versuchen, die Leute einzuschüchtern, indem sie einfach mit irgendwelchen Gesetzestexten um sich werfen, die sowieso keiner liest, der sich nicht damit auskennt. Aber es schüchtert einen jeden ein, weil wenn der schon weiß, ja, das ist Paragraph 312 BGB, ja, dann wird der schon recht haben. Ja? Nein, wir werden den Paragraph 312 Absatz 3, der heißt, vorzeitige Beamtendaten löschen. Ja. 4 Wochen. Ja. Nach 4 Wochen hätte ich die Möglichkeit, sie aus der Datenbank zu entfernen und das Spiel zu beenden. Wollen wir das machen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich auch der Meinung, bevor das Waschverfahren rechtskräftig wird. Soll ich du erstmal die Daten abgleichen? Die heißt Heidrun Alpeder. Ja, genau. Friederstraße 16. Postleitzahl 811 Herrschingen am Ammersee. Ja, genau.
Der junge Mann ist am 28.02.1978 geboren. Ja, genau. Ihre IBAN-Nummer lautet DE390. Entschuldigung, respektlos von mir. Haben Sie die im Kopf oder müssen Sie die aus der Karte rausgucken? Na, können Sie schon weiterlesen. Wie bitte? Sie können weiterlesen, das passt schon. Sie haben es ja schon vorgelesen. Das passt schon, ich mach gleich eine Zusammenfassung. Ja, ja. Eine Zusammenfassung müssen Sie mir die bestätigen. Haben Sie die im Kopf? Die habe ich im Kopf, ja. Ja. Okay, was kommt nach dem 4-0? Also ich habe es dann im Kopf bei der Zusammenfassung. Im Moment muss ich gerade überlegen. Nach den 4-0 kommt eine 2-0. Und letzte zwei. 7-1. Und 5-9. Jawohl, super. Bei der Zusammenfassung müssen Sie die mir bestätigen. Aha. Wenn Sie sie nicht einwandfrei im Kopf haben, ja, bitte ja. Nehmen Sie sich die Karte, weil eine Zusammenfassung kann ich nicht nochmal machen. Du musst einwandfrei durchgehen, sonst akzeptieren das Leute-Gesellschaften nicht. Können Sie die zur Hand nehmen, bitte? Ja, habe ich zur Hand, ja. Okay. So, dann mache ich nicht lange rum, werde die Zusammenfassung machen. Wie gesagt, keine drei Monate, 4 Wochen, nach 4 Wochen ist aus die Maus. Okay, und dann ist das Ganze gekündigt, oder? Ja, danach ist aus die Maus. Sie müssen mir allerdings ein 2 Zeile zusenden. So, da merken wir es jetzt. Also er verlangt nachher, dass ich in der Zusammenfassung, wenn er dann die Aufnahme startet, die IBAN-Nummer wiederhole. Warum? Vermutlich deswegen, weil diese Aufnahme bzw. das Ganze, was da verbrochen wird, an den Auftraggeber geht, in dem Fall wahrscheinlich Lottoland, und die könnten ja skeptisch werden. Aber wenn jetzt die Daten, die IBAN-Nummer von mir kommt, dann habe ich die Daten hergegeben, freiwillig, von meiner Seite aus. Dann kann Lottoland oder wer auch immer hinter dem Betrug steht, sagen, wir haben diese Daten nirgends gekauft, wir haben das vorher nicht gehabt, wir haben überhaupt keinen Kontakt gehabt, der Kunde hat gewusst, dass er einen Neuvertrag abschließt. Und deswegen haben wir ja auch gefragt nach der IBAN-Nummer. Wir wussten es nicht. Das ist der Grund, warum man seine IBAN-Nummer selber nochmals sagen muss. Und er besteht ja jetzt dann auch gleich auf die Aufnahme. Hören wir mal, wie es weitergeht. Mach wieder alles zu schnell. Per E-Mail. Sie werden E-Mail von mir heute bekommen. Aber, was ich Ihnen aufgelistet habe, schwarz auf weiß. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir telefonieren doch gerade und es geht doch gerade darum, dass wir das Ganze stornieren. Warum muss ich dann nur E-Mail schreiben? Ganz genau. Das verstehe ich nicht ganz. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Sie schicken mir eine E-Mail? Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Aha. Ja. Und in der E-Mail ist nachher die Bestätigung, dass das Ganze gekündigt ist. Ganz genau. Sie müssen mir aber allerdings 1-2 Zeile zurücksenden. Da muss drin stehen. Ich mache es kurz und mündig. Hiermit kündige ich fristlos und möchte meine Daten gelöscht haben. Das ist ja wichtig. Können Sie sich das merken? Ja, klar. Ich bin ja nicht doof. Weil die Mail wird auch sofort bekommen. Ja, das habe ich nicht gemeint, um Gottes Willen. Die Mail kriegen Sie sofort zugeschickt. Einfach 2 Zeile. Mehr bräuchte ich von Ihnen nicht. So, jetzt nochmal zum Verständnis. Der Kamerad hat angerufen und hat gesagt, es geht um ein Gewinnspiel, bei dem ich bereits teilnehme. Er bietet mir dann im Gespräch an, dass wir das Ganze auf 4 Wochen verkürzen und dann wäre es gekündigt. Jetzt sagt er aber, ich muss danach, wenn ich die E-Mail bekommen habe, also wenn ich den Vertrag dazu geschickt bekommen habe, nochmal einen 3- oder 4-Zeiler schreiben, bei dem ich explizit kündige. Frage, warum ruft er überhaupt an und erzählt mir was von einer Kündigung, wenn ich danach die Unterlagen erst bekomme, die ich dann kündigen soll? Also alleine das ist schon ein Widerspruch in seinen ganzen Aussagen. Das zeigt schon, ja, was das für ein Verbrechen ist, das da läuft. Eins brauche ich aber von Ihnen. Ihre Mailadresse habe ich nicht. Ja, Moment. Die ist nicht drin. Kann ich einmal Ihre Mailadresse haben, bitte?
Ja, da muss ich aber schnell nachschauen. Kurzen Moment, weil die passen nicht auswendig. Kein Problem. Das ist Heidrun, also mit 2 N. Eine Sekunde. Heidrun, so wie ihr Name. Genau, mit 2 N. Punkt. Heidrun mit 2 N habe ich. Genau, halb bitter, so wie halb und bitter. Heidrun und dann so wie ihr Name, halb bitter. Also Heidrun mit 2 N, Punkt, halb, bitter. Halb wie halb und bitter wie bitter. Punkt, halb oder halb? Halb, wie die halbe Bier, wie ein halbes Händel, wie eine halbe Portion. Halb bitter, so wie ihr Name, so wie ihr Name, halb bitter. Okay, at web.de. Halb bitter mit Doppel-B. Bitter, so wie die Bitterschokolade, so wie das ist bitter. So wie ihr Name, Heidrun, halb bitter. Genau. So weiter, halb bitter. Web.de habe ich schon. Genau. Heidrun, halb bitter, Eddie. Genau. So, die Zusammenfassung werde ich jetzt machen. Die Zusammenfassung ist schwierig, dass für die Lotteriegesellschaft, ich bräuchte einmal Ihre IBAN-Nummer, müssen Sie mir bestätigen, und einmal Ihr Geburtsdatum. Und ich brauche 2-3 Jahre, mehr brauche ich nicht. So, ich fange an, bitte nicht reinsprechen. Wenn wir fertig sind, können Sie mich durchlöchern mit Fragen und, ja? So, in dem Moment beginnt eigentlich der letzte Akt bei normalen Telefongesprächen mit diesen Betrügern. Es kommt jetzt dann die Aufnahme, sprich der Anrufer sagt, dass man das Gespräch aufzeichnet und es wäre zu meiner Sicherheit, damit man dann beweisen kann, was man sagt. Natürlich ist es zu seiner Sicherheit, weil er nimmt es erst auf, nachdem er davor, vor der Aufnahme, nochmal das mit dieser Kündigung sagt und danach, bei der Aufnahme, bei der erlaubten Aufnahme, kommt diese Kündigung, diese 12 Monate, von denen er davor spricht. Oder der Teil, dass er sagt, man nimmt bereits teil, der kommt nicht mehr vor. Also, hier wäre normalerweise jetzt der Schlusspunkt im normalen Telefongespräch. Ich bin jetzt dann auch Start, also ich lasse jetzt dann den Rest laufen. Ich habe das jetzt dann am Ende noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und habe den Anrufer wirklich so weit getrieben, dass er sich nur noch in Widersprüche verwickelt und irgendwann dann auch wirklich aufgibt. In dem Sinn, bitte aufpassen bei so einer Anrufe. Wer sich nicht traut, dass er mit denen spielt, bitte auflegen und einfach nichts mehr sagen. Beim Telefongespräch auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht Ja antwortet, weil die Ja's können die sehr gut verarbeiten. In dem Sinn, viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Danke, Servus, pfiat euch. Ich fange an. 1, 2, 3. Guten Tag, Herr Altbitter. Kowalski ist mein Name. Rufe im Auftrag von Lottoland an. Es ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 10.01.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Aufzeichnen ist okay. Ich brauche nur ein Jahr. Ein Jahr. Halt bitte. Ja, nur ein Jahr und mehr auch nicht. Ich muss wieder von vorne anfangen. So, guten Tag, Herr Halbbitter. Kowalski ist mein Name. Rufe im Auftrag von Lottoland an. Das ist der angekündigte Qualität- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 10.01.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ein Jahr. Waren Sie mit der vorigen Beratungsgespräch einverstanden? Ja. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz
und der Verarbeitung Daten aufgeklärt. Oh, Datenschutz. Nein, über den Datenschutz haben wir nicht geredet. Ich kann sagen, doch, die 6 und 12 Monate, 6 Monate, 3 Monate. Ach, das war der Datenschutz. Innerhalb 4 Wochen aus dem Datenschutz. Ja, tun ja den Paragraphen 312 Absatz 3 in Anspruch nehmen. Es hat alles was mit dem Datenschutz zu tun. Deswegen, diesen Qualitätsanruf machen normalerweise Kollegen von mir. Die habe ich übernommen, weil die krank sind. Damit sie Bescheid wissen, habe ich vergessen, ihnen zu sagen. Ah, okay. Ist das soweit okay bis jetzt? Verstanden, ja? Ja, so, ja, ich fange nochmal an. Ja. Herr Halbgitter. Guten Tag, Herr Halbgitter Kowalski, mein Name. Ruf im Auftrag von Lottoland an, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden hier Einverständnis vorausgesetzt. Entschuldigung. Herr Halbgitter? Ja? Herr Halbgitter? Ich habe gedacht, Sie sind aus der Leitung raus. Herr Halbgitter, ich muss von vorne anfangen. Ich habe Fehler gemacht. So, guten Tag, Herr Halbgitter Kowalski, mein Name. Ruf im Auftrag von Lottoland an, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 10.01.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden hier Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Waren Sie mit der vorigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Ja. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und der Verarbeitung Ihres Daten aufgeklärt? Ja. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Service-Mitarbeiter mich mit meinen Angebendaten, weil er zu Land registriert, um an Lotte 6 aus 90 teilzunehmen, haben Sie das verstanden? Ja, aber wir haben doch vorher gerade über eine... Aber wir haben doch gerade über eine Kündigung gesprochen. Wann kommt denn der Teil mit der Kündigung jetzt in dem Gespräch? Sie kriegen das alles per Mail zugeschickt. Wenn Sie die E-Mail haben, gibt's dann Spalt, wo Sie kündigen müssen. Ja, aber Moment, das haben Sie ja vorher gesagt, aber... aus 49 raus. Ja? Du Sie registrieren mit 4 Wochen. Und Sie tun mir 1-2 Zeile zu senden, wo drin steht, hiermit kündige ich fristlos und möchte meine Daten wieder starten. Dieser ganze Bogen hat was mit der Mail was zu tun. Das kann schon sein, aber was ich Ihnen verstehe, weil Sie haben ja vorher gesagt gehabt, dass ich jetzt 12 Monate mitspiele. Und das ist ja anscheinend schon vertraglich geregelt, dass ich jetzt, lassen Sie mir jetzt kurz mehr aus, geht es, dass ich kurz ausspreche? Nur ganz kurz, danach lasse ich Sie wieder sprechen, so wie Sie wollen. Also, Sie haben ja vorhin gesagt gehabt, ich spiele jetzt schon 12 Monate mit, dass das jetzt schon vertraglich so festgelegt ist, weil ich anscheinend irgendwo einen Fehler gemacht habe. Das heißt, wenn wir jetzt dann drüber sprechen, dann müsste ja in dem Gespräch irgendwo vorkommen, Herr Halbritter, wir nehmen Sie aus dem 12-monatigen Vertrag heraus und Sie kriegen dann einen neuen Vertrag über 4 Wochen. Also das fehlt mir irgendwie, weil das habe ich jetzt nicht gehört. So wie Sie es jetzt berichtet haben, hört sich das ja an wie ein Neuvertrag. Und einen Neuvertrag schließe ich auf keinen Fall ab. Kommen Sie mal später, wie gesagt, das machen normalerweise Kollegen von uns, weil die Kranken übernehme ich das, obwohl ich auch krank bin. Ich erwähne sogar ein bisschen weiter, 2-3 Strophen. Angebot, das ist nur ein Angebot, stimmt. Wie gesagt, ich mache das auch neu. Also das ist alles mit der Mail verbunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Halbgitter. Aber wenn ich die Mail habe, ja? 1,30 in der Mail ist alles so, wie Sie jetzt eben gerade geschildert haben, ein Weg, wo Sie darauf hingehen, die Kündigung schreiben müssen und alles ist detaillierter. Was wollte ich fragen, bitte? Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist eben sehr sonderbar, weil eben in keinem Bereich jetzt bei dem Gespräch dann bei der Aufzeichnung vorkommt, dass es um eine Kündigung geht, sondern es geht um einen Neuauftrag. Also ich mag irgendwo bei der Gesprächsaufzeichnung, möchte ich hören,
Hiermit bestätigen wir Ihnen vorab die Kündigung des 12-Monats-Vertrages. Weil sonst ist es eine Larifari Drecksack geschickt, die da gemacht wird. Nicht das kommt, aber ich sehe hier, Entschuldigung, ich habe die Seite übersprungen. Ich sehe hier, hier steht, sind Sie damit einverstanden, dass wir die 12 Monate auf die Mindestlaufzeit runterstufen und Sie dann aus der Datenbank löschen tun? Das steht hier ganz am Anfang. Das war aber jetzt bei der Das ziehen wir in die Aufnahme mit rein. Genau, das ziehen wir in die Aufnahme mit rein. Sind Sie damit einverstanden, dass wir die 12 auf 3 runterstufen und Sie dann aus dem Datenbank, auf die Mindestlaufzeit runterstufen und Sie dann aus dem Datenbank löschen tun? Mensch, ich bin auch krank, ey. Genau, also das müsste man in der Aufnahme dann schon hören. Ja, ich fang nochmal an. Ja, genau. So, guten Tag, Herr Halbbitte, Kowalski, mein Name. Es ging um ein aktives Spiel mit 12 Monaten, was Sie auf die Mindestlaufzeit runterstufen und Sie dann aus der Datenbank entfernen wollen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. So, Herr Halbbitte, mein Name ist Kowalski. Es geht um Ihr aktives Gewinnspiel. Nee, irgendwas ist hier verkehrt. Kann ich Sie nochmal zurück anrufen, Herr Halbbitte? Na, warum? Das hat ja jetzt gepasst. Es geht ja um das aktive Gewinnspiel. Ja, stimmt schon. Okay, ich fange nochmal an, wenn Sie damit zufrieden sind. Wir fangen wir jetzt nochmal mit der Aufnahme an. Okay. Ja. So, guten Tag. Herr Halbgitter, sind Sie damit einverstanden, dass wir aktive 12 Monate auf die Mindestlaufzeit runterschlugen und Sie dann aus dem Datenbank entfernen? Ja. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Herr Halbgitter, Kowalski ist mein Name. Ruf im Auftrag von Lottoland an, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Nochmal. Ja? Guten Tag. Mein Name ist Kowalski. Ruf im Auftrag von Lottoland an, Altbitter. Das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Wir hatten ein Gespräch mit einem externen Mitarbeiter am 10.01.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, aber dann zeichnen Sie ja erst jetzt auf, oder? Also das ist hier so gelistet, Herr. Aber zu meiner Sicherheit müsste ja die Aufnahme starten, wo wir das schon besprechen mit dieser Auslistung aus den 12 Monaten. Das heißt, der ganze Satz von davor müsste danach kommen. Weiß ich nicht, aber die Aufzeichnung starte ich, wo ich frage, sind Sie damit einverstanden, dass wir die 12 Monate stoppen, auf die Mindestlaufzeit runterstufen und dann Sie aus dem Datenbank löschen tun? Okay, also wenn der Satz vorkommt, nachdem wir die Aufnahme starten, ist in Ordnung. Dann passt es, ja. Machen wir. Ja, ich starte schon vorher. Und dann sage ich, hallo Herr Altbitter, Kowalski ist mein Name, ruf im Auftrag von Lottoland. So geht es. Aber Sie müssten ja davor schon fragen, ob ich mit der Aufnahme einverstanden bin. Weil sonst ist ja das in der Aufzeichnung nicht drauf. Die Aufnahme kommt viel später. Nein, das muss ja aber dann davor, aber dann haben wir es ja nicht auf der Aufnahme drauf. Wenn Sie das erst später erwähnen, dann ist es ja vorher nicht auf der Aufnahme drauf. Ich möchte es aber vorher auf der Aufnahme drauf haben. Ja, bitte. Also wir können es nicht nur auf einen Personen auf Wunsch, diesen QC ändern, als QC schreiben. Den mache ich neu, wie gesagt, das machen normalerweise Kollegen. Dieser Satz, der komplette QC, hat was mit der Mail zu tun. Nein, der kann nichts mit der Mail zu tun haben. Da geht es ja um den Vertragsinhalt und nicht um eine Mail. Nein, da hat es nicht mit der Mail zu tun. Lass mich nicht ausreden, Herr Halbbitter, bitte. Soweit ich es weiß, ist diese Mail
und diese Gruppe miteinander verbunden. Man hat mir gesagt, das verbindet miteinander und alles stimmt so, wie es ist. Ich habe aber eins vergessen, sind Sie damit einverstanden, dass wir die aktiven 12 Monate auf die Mindestlaufzeit runterstufen und Sie dann aus der Datenbank löschen? Herr Alt-Peter Kowalski ist auch mein Name. Ruf im Auftrag von Lottoland an, das ist der angekündigte Qualitätsvertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem Eck, gucken Sie mal, wie viel später kommt es. Aber ich zeichne in dem Moment auf, wo ich sage, sind Sie damit einverstanden, dass wir die 12 Monate stoppen, auf die Mindestlaufzeit runterstufen. Sie sagen ja, dann sage ich ja, Alt-Peter Kowalski ist mein Name. Ruf im Auftrag von Lottoland an. So ist es geschildert. Anders dann kann ich Ihnen gerade das nicht liefern. Tut mir leid. Dann muss ich die Unterlagen. Tut mir leid, hört sich an, wie ob ich Sie drohen würde, aber ist nicht so. Müsste ich die 12 Monate rausschicken. Aber es kann doch nicht so schwer sein, dass man so einen Satzbaustein einfach umstellt. Wie bitte? Es kann doch nicht so schwer sein, dass man so einen Satzbaustein einfach umstellt. Sie sind ja fast so flexibel in der Firma wie unsere Bundesregierung. Also sprich überhaupt nicht flexibel. Und jetzt kommt es, ich habe auch kein Vertrauen in unsere Bundesregierung. Wie soll ich jetzt Vertrauen in Sie haben? Die Mail ist mir in dem Moment der Aufnahme eigentlich komplett egal, weil es gibt ja dieses Fernabsatzgesetz und laut dem Fernabsatzgesetz, wenn ich dem dann zustimme in der Aufnahme, also, stimme ich ja zu und schließe einen Vertrag ab. Nein, Moment, jetzt habe ich Sie die ganze Zeit reden lassen, jetzt darf ich auch mal wieder ein, zwei Sätze sagen, oder? Nur der Fairness halber. Also, dann stimme ich dem zu. Und wenn Sie dann die Aufnahme haben, und auf der Aufnahme ist es aber gar nicht drauf, dass wir darüber gesprochen haben, dass sie runtergestuft wird, dann bin ich irgendwie der Verarschte. Weil dann fehlt das in der Aufnahme und dann kann ich es nicht beweisen. Ja, doch. Genau, ist ja vollkommen egal. Es ist auf jeden Fall dann nicht auf der Aufnahme drauf. Ja, lass mich halt mal ausreden. Ganz kurz, einfach mal zwei Sätze. Ist es so schwer? Oder steht es nicht im Konzept drin, dass der Kunde auch sprechen darf? Nein, alles in Ordnung. Gut, also, das heißt, wenn das nicht auf der Aufnahme drauf ist, dann kann mir Lottoland oder wer auch immer der dubiose Anbieter ist, einen Strick draus drehen und sagen, ja, Herr Halbretter, wir haben ja gar nicht über eine Kündigung und über eine Verkürzung gesprochen, sondern wir haben über einen Neuvertrag gesprochen, der über, was weiß ich, wie viele Monate geht. Von dem anderen haben wir nichts auf der Aufnahme drauf. So, und um das geht's mir. Ich will das auf der Aufnahme drauf haben, nicht in der Mail. Ich mag es davor schon in der Aufnahme haben. Ich verstehe Sie, aber ich zeichne schon auf, wenn ich sage, sind Sie damit einverstanden? Ja, aber dann sind wir ja an dem Punkt, da dürften Sie ja noch gar nicht aufzeichnen, weil ich habe ja dann noch nicht zugestimmt, dass Sie aufzeichnen dürfen. Sprich, dann wird Ihre Firma das rauskürzen, weil die Firma nachher sagt, das darf ich gar nicht. Ja. Herr Halbitter, das machen normalerweise Kollegen von mir. Mag zwar sein, dass Sie misstrauisch sind, verstehe ich. Habe ich Respekt davor, aber es ist genauso vorgeschrieben. Ich habe das jetzt heute schon 3-mal gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn Sie es möchten, machen wir das weiter. Wenn nicht, lassen wir das sein. Ja, aber wenn wir es jetzt nicht, aber wenn wir es nicht machen, das ist ja mein Problem, dann spule ich ja auf 12 Monate. Und ich will keine 12 Monate spielen, also müssen wir es jetzt machen. Nein. Weil ich spiele ja jetzt 12 Monate mit. Ich spiele jetzt 12 Monate mit, haben Sie gesagt. Ich will aber keine 12 Monate spielen. Ja, wir tun es auf die Mindestlaufzeit runterstufen. Die Mindestlaufzeit sind 4 Wochen. Genau, und § 312 Absatz 3. Genau, und deswegen müssen wir es ja durchziehen. Das hilft jetzt nichts. Egal, wie blöd ich mir am Telefon anstelle, wir müssen das jetzt durchziehen, weil ich will keine 12 Monate mitmachen. Und ich spiele ja schon 12 Monate mit, haben Sie gesagt. Wenn Sie die Mail haben, wenn Sie die Mail haben, das passt Ihnen nicht, Sie sind da misstrauisch, machen Sie einfach einen Widerruf und fertig aus.
mehr kann ich Ihnen ehrlich nicht mehr anbieten. Aber um die Sache geht es doch gerade. Ich werde das auf den Tisch legen bei meinem Chef und werde das erwähnen, was Sie gesagt haben. Sie sind nicht unrecht, also Sie haben schon recht teilweise, aber Sie wissen nicht genau, was in der Mail ist und was jetzt weiter laufen wird. Wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt überlege, schicken Sie mir doch einmal im Moment. Ich schicke die Unterlagen. Genau, also ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich schicke die Unterlagen mit 12 Monaten halt, bitte. Na, wieso? Tut mir leid, dass ich nicht zu meinem Netz komme. Moment. Welche Unterlagen für die 12 Monate? Ich meine, die habe ich ja schon. Also haben Sie einen Vertrag? Sie haben schon einen Vertrag von mir vorliegen, oder? Den Vertrag mit 12 Monaten. Den haben Sie vorliegen, oder? Die haben Sie durch die allgemeine Geschäftsbedingung aktiviert. Jawohl, jetzt weiter. Okay, wann war denn das genau? Damit ich das jetzt mal irgendwie einordnen kann. Wann habe ich denn das gemacht? Genau, sehe ich das nicht. Ja doch, Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben den Vertrag vorliegen. Ich schicke Ihnen die 12 Monate. Ich habe nicht so viel Zeit, tut mir leid. Aber warten Sie mal, eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie heute Abend, also ab 20 Uhr, da haben Sie bestimmt eine Stunde Zeit. Weil dann schauen Sie mal auf YouTube rein, da ist dann das Video online. Über unser Gespräch. Super, danke schön. Bitteschön. Danke. Servus.